zweimal. Und alle guten Dinge sind... Richtig, drei. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Hörst du? Das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Voila. Okay, das sind wohl Fassadwinde. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unsere Taschen, Kumpel. Was? Rodeus Quod Licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht? Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst nein, du? Nein, warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow, Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. Ja, so verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Rodeus Quod Licentia. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe gerade noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam! Für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Dave weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam! Sam! Verdammt. Hey. Und auf Action, Baby! Yeah! Nee, ich geh jetzt nicht mehr hoch. Könnte ja sein, dass da oben noch irgendwas liegt, aber wir scheißen jetzt einfach mal drauf. Ich hab Bock, mich hier so ein bisschen mit den Leuten anzulegen. Da. Oh, falsche Richtung. Da geht's raus, sicherlich. Sully. Ich glaube, das ist Sams Turm. Auf jeden Fall ist das Sams Turm. Komm schon. Sam hat Besuch. Entschuldigung, ich muss mal durch. Hallo. Entschuldigung. Ah, heiß und fettig. Hallo, Entschuldigung, Verzeihung.
Ey, bis wir da sind, ist der doch schon längst tot, Mann. Sorry, Mann. Entschuldigung. Nate, pass auf! Scheiße! Und es geht ab! Kurz vom Tod. Granate! Komm, dir wichst dich die Fresse weg, Alter. Bäm! Und die AK am Start. Nice. Zack. So, ich habe die AK, meine Freunde. Ihr könnt euch schon mal freuen. Oh, Schissemanisse. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Ja, da werden wir mit unserer AK wohl kaum was ausrichten können. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier jetzt weitergehen soll. Wir sprinten einfach mal, probieren einfach mal an dem so ein bisschen vorbei zu sprinten. Na? Du hast keine Chance gegen mich, mein Freund. Scheiße. Hier irgendwie lang vielleicht? Ich weiß es noch nicht. Das war jetzt nicht so die beste Idee. Alter! Fuck! Panzerwagen plus Stresser mit Knarren. Ganz toll. Granate. Was? Okay. Da ist keiner mehr. Tja. Oh, wir haben noch 10 Schuss. Ich loote hier mal. So. Da geht's. Digger von allen Seiten hier wieder. What the fuck, Alter? Von wo treffen die mich denn immer? Ich raff das nicht. So, hier haben wir ein bisschen Ruhe. Um uns mal kurz zu reggen. Alter Schwede, Junge. Sully ist unsterblich. Das ist gut. Also der Wagen, der nervt mich hier eigentlich ehrlich gesagt am meisten. So, zack da rein. Komm. Oh no. Ja, die Treppe hoch. Ihr seid ja witzig, Alter. Ja, leg noch mal sehen, ruhig nach.
Autsch. Keine Munition mehr. Hm. Das ist scheiße. Ja, Sully, Alter, mach doch mal was. Knall den Typen doch mal da weg. Zum Wagen. Okay, dann zum Wagen. Da ist Akamun. Hallo, wir sind wieder im Spiel. So. Wir müssen also zurück zum Wagen. So, so. Boah, machen wir das doch. Ist nur die Frage, entweder... Ja, ich glaube, wir mussten doch die Treppe hoch. Ja, definitiv. Die Treppe hoch. Die Treppe ist es. Ah, erstmal ein bisschen Moon einsammeln hier. Wir haben ja kräftig Leichen hinterlassen. Da muss ja was gehen. Entschuldigung. Ja, okay. Für die Uzi haben wir nichts. Einfach nicht, mein Freund. Kamun? Kamun? Sehr schön. So. Wie sieht's hier aus? Ich denke, die Luft ist rein. So, wollen wir mal gucken, wo unsere Karre steht. Hm. Aber ich denke, hier kommen wir nicht hoch. Ja, los, zieh dich hoch, du Lutscher. So, ab in den Wagen, ey.